Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Hier ist unser Politikblog aus Telfs in Tirol, Österreich. Hier ist gerade eine Demonstration oder Kundgebung bezüglich der Bilderberg-Konferenz 2015, die im Interalpenhotel hier stattfindet. Ich spreche jetzt mit Herrn Mesut Unay. Herr Unay ist für die Grünen im Stadtrat in Innsbruck. Herr Unay, warum demonstrieren Sie zu Bilderberg? Also es ist so, dass bei der Bilderberg-Konferenz sich bedeutende Persönlichkeiten treffen, die bedeutende Themen ansprechen, Themen beraten, Themen ausdiskutieren. Wir sagen nicht, dass dort was beschlossen wird, sondern es wird einfach eine Kultur rund um ein Thema gemacht, ein gewisses Vorsieben in einer sehr eigenartig ausgewählten Zusammensetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, obwohl es gesellschaftlich und demokratiepolitisch relevante Themen sind, unter Ausschluss, unter absoluter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber dafür auf Kosten der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit darf die Kosten tragen. Die Sicherheitskosten, die kommen auf 3 Millionen Euro nur für die Privatkonferenz, wie Sie sie nennen. Und das hat uns wirklich, ja, das hat uns empört und das hat uns dann dazu getrieben, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, so geht's nicht. Und wir werden dem eine Alternative bieten. Welche der Themen dieses Jahres sehen Sie denn als besonders sensibel an? Ja, generell sensible Themen, also Politikerinnen und Politiker und Menschen auf dieser Entscheidungsstufe, die können natürlich sensible Themen, die können militärische Themen ansprechen, die werden finanzpolitische Themen ansprechen. Das ist ja alles legitim und okay, nur bitte unter den Regeln der Demokratie, unter den Plattformen der Demokratie, unter Einhaltung der Transparenzregel, der Kontrollmöglichkeit. Wir haben bei der Bilderberg-Konferenz null Kontrollmöglichkeiten, aber auf der anderen Seite haben wir die Frau Ursula, die Frau von der Leyen haben wir drinnen mit Militärlobbyisten willkürlich zusammengewürfelt sitzen. Das kann es wohl nicht sein. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie. Und wenn es deren Verständnis ist, dann sollen sie uns das erklären. Aber das sollen sie uns erklären und uns nicht da als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Und das war unglaublich, das war ziemlich eine Frechheit, wie da vorgegangen worden ist. Einmal spricht ja zum Beispiel über die NATO und über Russland und hat einen amtierenden NATO-Generalsekretär da. Ja. Können Sie mal die Frage bitte nochmal stellen? Ja, man spricht ja zum Beispiel, ist von den Tagesordnungspunkt, spricht man ja zum Beispiel über die NATO, man spricht über Russland und hat einen amtierenden NATO-Generalsekretär da. Entschuldigung, es geht um die Plattform. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeine Gesellschaft in der Bevölkerung gibt, dass es irgendein Gremium, ein demokratisches Gremium gibt, das Bilderberg-Konferenz heißt. Das ist das, was wir kritisieren, dass der NATO-Generalsekretär über die NATO mit ein paar Militärlobbyistinnen und Lobbyisten spricht. Das ist sei Sache, wenn nicht da, dann dort. Aber diese Verschwiegenheit, diese Intransparenz, die haben sich das erste Mal, das Ganze geht von 1954 bis heute, sie haben sich ein Jahr haben sie sich nicht getroffen, ansonsten jedes Jahr getroffen. Und haben es gerade mal 2010 zustande gebracht, eine Homepage einzurichten. Davor, wenn man gesagt hat, es gibt eine Bilderberg-Konferenz, da haben sie es schamlos geleugnet. Die haben es wirklich geleugnet. Mir würde interessieren, was Vertreter, was Militärvertreter mit amtlich gewählten Politikern über den Mauerfall damals besprochen haben zum Beispiel. Oder es sind ja verschiedene Ereignisse gewesen. Ukraine-Konflikt, letztes Jahr war Ukraine-Thema. Ja, ich denke mal, das ist nicht unser Feld. Man braucht es gar nicht, ich will jetzt gar nicht so ein großes Tamtam drum machen. Das ist für uns gesehen nicht demokratisch legitim. In Österreich gibt es auch ein Gesetz dagegen, wenn man private Veranstaltungen organisiert, hat man die Kosten selber zu tragen und deshalb ist dieser Fall auch im Parlament als Antrag von den Grünen eingereicht. Darauf bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt dann ausgehen wird. Gibt es auch ein Gesetz, dass man transparent sein muss, wenn man so viele Entscheidungsträger einlädt? Oder sollte es dann ein Gesetz geben?
ja, es gibt ja, Transparenz, es gibt natürlich, ja, es gibt Gesetze, dass gewisse gewählte Gremien sich das irgendwie im Sinne der Sicherheit selber ausmachen können. Es ist alles ihr Gut und ihr gutes Recht. Es gibt ein Gesetz, dass Privatveranstaltungen, dass Sicherheitsvorkehrungen bei Privatveranstaltungen selber finanziert werden, und da sollen Sie bitte jetzt die 3 Millionen selber zahlen, weil das Geld haben Sie auch. Das Organisationsteam, nicht die Eingeladenen, die können ja nichts dafür, aber das Organisationsteam, bitte, die sollen die Kosten selber tragen. Das sind eben unsere zwei Kritikpunkte. Einerseits sind die Kosten für eine Privatveranstaltung, die eigentlich Kostendemokratisierung, Inhalt Privatisierung, das ist unser erster Kritikpunkt. Und das zweite ist einfach, dass wir dieser Veranstaltung die demokratische Legitimation auch absprechen. Jetzt sind ja auch eine Menge einige österreichische Politiker da, Banker und auch Medienleute. Ja, was soll man da jetzt machen, wenn die von der Konferenz zurückkommen? Wie soll man dann als politisch darauf reagieren? Ja, ich finde aus meiner Sicht, wie soll man da darauf? Wir haben unsere Instrumente. Ich bin froh, dass es noch ein Gesetz dagegen gibt, dass es dafür gibt, dass Privatveranstaltungen selbstfinanziert sein müssen. Da bin ich froh und auf das berufen wir uns. Wir müssen wirklich Schritt für Schritt gehen und nicht gleich, es ist ja die Gesellschaft, die sich einmischen muss. Hätte sich die Gesellschaft jetzt nicht eingemischt hier in Sachen Bilderberg, da würde es heute noch keine Homepage geben, es würde heute noch keine Veröffentlichung der Listen geben, es würde heute noch keine Veröffentlichung der Tagesordnungspunkte geben. Das ist erkämpft worden und es muss weiter erkämpft werden. Man muss dranbleiben. Und vor allem eine Sache, die international, wo ich mich traue, international, gerade weil wir mit sehr vielen Flüchtlingen zu tun haben, weil wir mit sehr viel Hunger zu tun haben in der heutigen Zeit, Weltpolitik über militärisch und finanzpolitisch, über Weltpolitik zu sprechen, wo nur Amerika und Europa eingeladen sind, das ist Neokolonialismus aus meiner Sicht. Das ist Neofeudalismus, aber das ist nicht der internationale Demokratie, das ist keine Demokratie, die wir da vertreten und die wir zu denen bringen. Das heißt, wenn die über Russland sprechen jetzt oder über Mittleren Osten oder Iran, dann sollen sie auch Entscheidungsträger von dort einladen? Selbstverständlich. Und das lernt man im Kindesalter, ihr war eine 8-jährige Tochter. Und das, was sie ihr beibringen, ist, wenn man Konflikt mit jemandem hat, dann muss man sich mit dieser Person zusammensetzen und das mal aussprechen. Ohne dass diese Konfliktparteien an einem Tisch sind, wird es keine Lösung von Konflikten geben. Es kann höchstens Krieg geben, dass der eine vernichtet ist und der andere Gewinner ist. Da gibt es aber die Bevölkerung wird da niemals der Gewinner sein. Und Konflikte löst man, indem man sich unterhält. Und nicht, indem man einfach in geheimen Treffen noch mehr Ängste schürt und noch mehr Geheimnistuerei macht. So löst man keine Konflikte. Das heißt, das könnte etwas sein, was Bilderberg eine positivere Richtung geben würde, transparenter, und die Leute einladen, über die gesprochen wird. Nein, ich finde, Bilderberg soll sich abschaffen. Bilderberg soll sich absolut abschaffen, weil wir haben genug demokratisch legitimierte Plattformen, wo über die großen Probleme dieser Welt gesprochen wird. Danke. Gerne.